Herzlich willkommen zu diesem dritten Video in der Reihe Messaging und ich würde Ihnen da nur ganz kurz gerne das Thema Routing zeigen. Routing können Sie machen über die Routing Keys und über zum Beispiel Direct Exchanges in AMQP. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, das heißt, was brauchen Sie? Sie brauchen einen Direct Exchange und an den sind über so Key Bindings halt mehrere Queues angebunden und Sie haben sozusagen, wenn hier eine Nachricht kommt und Sie geben dem Ding einen Routing Key mit, dann läuft er halt in die eine oder andere Queue und jede Queue kann verschiedenste Bindings haben. Das möchte ich Ihnen ganz kurz noch am Source Code demonstrieren. Und zwar haben wir dazu folgenden Versuchsaufbau nachgebaut. Ich habe hier zwei Queues automatisch erzeugt. Das ist das ähnliches Beispiel wie im Tutorial. Und die eine Queue erhält nur die Error-Nachrichten mit dem Routing-Key. Und die zweite Queue erhält alle Nachrichten mit den Routing-Keys Info, Error und Warning. Und genau den Versuchsaufbau führe ich Ihnen jetzt kurz vor. Dazu habe ich hier in dem Unterpackage Routing ein Programm geschrieben, Publisher Log, der schreibt in den Exchange Direct Log Exchange. Und was der jetzt tut, ist, der schickt Nachrichten einfach nummeriert durch, insgesamt 5000 Stück. Und die allermeisten haben die Severity Info. Jede dritte Nachricht kriegt Warning und jede siebte Nachricht ist ein Error. Und jetzt kommt das Spannende eigentlich. Jetzt können wir hier bei Channel Publish, Basic Publish sagen, wir schicken die hier mit diesem Severity los. Und das Severity ist, dieses Severity ist der Routing Key. Und das heißt, jetzt kriegen wir sozusagen in das Exchange, das ist vom Typ Direct Exchange, den Sie hier sehr schön, kriegen wir hier sozusagen jetzt Nachrichten mit verschiedensten Routing Keys. Starten wir den Publisher mal. Sie sehen, also jetzt hatte die nullte Nachricht ist ein Error, dann zwei Nachrichten Info, dann die dritte Nachricht Warning und so weiter, sodass wir so eine gewisse Verteilung von Nachrichten haben. Dann habe ich zwei Programme geschrieben, nämlich einmal einen, der alle Nachrichten kriegt. Das heißt, das Ding ist Subscriber All. Das heißt, auch der wendet sich hier wieder an denselben Exchange vom Typ Direct und erzeugt hier eine Queue automatisch. Also das heißt, an das Exchange wird sozusagen irgendeine neue Queue drangehängt mit einem intern generierten Queue-Namen und wir binden den für die Routing-Keys Error, Warning und Info an dieses Exchange dran. Und dann konsumieren wir das wie gehabt mit so einem Deliver Callback und wir geben diese empfangene Nachricht entsprechend aus. Ich starte den mal. Sie sehen, der kriegt also die Nachrichten 77, 78, 79, 80, 81. Wenn Sie beim Publisher schauen, dann sind das tatsächlich zum Teil Error, zum Teil Info und zum Teil Warning Nachrichten. Habe ich jetzt hier in der Ausgabe nicht so schön gelöst, aber das sind sozusagen alle Nachrichtentypen. Schauen wir mal nach bei RabbitMQ. Bei den Exchanges zunächst einmal, da haben wir Direct Log Exchange, den habe ich hier gerade erzeugt. Das ist ein Direct Exchange. Und hier sehen wir, jetzt haben wir hier die Q, B, C, 1, S, Y und so weiter mit den drei Routing Keys Error, Info und Warning angebunden. Also genau das, was wir im Code gezeigt haben. Und es funktioniert ja auch. Jetzt starte ich ein drittes Programm. Und zwar bin ich jetzt nur an den Error dran. Das heißt, der kriegt jetzt hier wieder, ist wieder gebunden an diesen Direct Exchange mit dem Direct Log Exchange. Den binde ich jetzt aber nur an den Error dran. Wenn ich den mal starte, Rest vom Programm ist der gleiche wie bei den anderen, dann dürfte der nur jede dritte Nachricht kriegen. Quatsch, jede siebte Nachricht kriegen. Das dürfte also deutlich langsamer sein als bei den anderen. Sie sehen, der kriegt jetzt die Nachricht 175. Die sind ja einzeln durchnummeriert. Wenn meine Hypothese stimmt, dann müsste die nächste Nachricht 182 sein. Und dann wieder 189. Also er kriegt jede siebte Nachricht, weil nur jede siebte Nachricht den Routing Key Error kriegt. Nochmal zum Beleg. Hier ist es so, jede siebte Nachricht kriegt die Severity Error und die Severity ist sozusagen, wird hier als Routing Key übergeben. So, also Programm läuft, haben Sie gesehen, funktioniert. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal in der Management-Konsole von
RabbitMQ an. Das heißt, jetzt sehen Sie hier, ich habe das Programm leider nochmal neu starten müssen, aber deswegen sind hier die Queuen ein bisschen anders. Sie sehen jetzt hier sozusagen die drei Queues, also dreimal dieselbe Queue, die über Error, Info und Warning angebunden ist und mein Programm, was nur an einer Queue hängt, mit der Error Queue. Bei den Queues können wir uns das auch anschauen. Also wie Sie hier sehen, hat das Binding funktioniert und dieses Video war sozusagen eine kurze Demo, wie Sie in Java auch das Routing oder Routing ansprechen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weiter geht es mit Request-Reply-Pattern.